Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Raft. Zusammen mit Hannah. Hallo. Und Pascal, der mal wieder mit seiner Angelrute. Wir haben ein bisschen vorgespielt. Das Floß ist ein bisschen größer. Wir haben einfach Zeug eingesammelt und wir haben eine große Insel gesehen. Und fahren jetzt gerade noch darauf zu. Außerdem sind wir ein bisschen fortschrittlicher geworden, denn ich habe mir jetzt einen Metallhaken gemacht. Ein Schrotthaken. Außerdem haben wir halt einiges an Metall. Wir haben Glas, das ich jetzt auch nochmal erforschen werde. Holst du die Kiste? Ja. Ich würde sagen, wir haben jetzt eine halbe Stunde oder so knapp vorgespielt. Ah, genau. Ja. So, als erstes tue ich mal Glas rein. Damit haben wir ein Trinkglas und einen fortschrittlichen Reiniger. Der geht, glaube ich, ohne das. Da muss man nur rein. Der fortschrittliche Reiniger ist sehr gut. Weil der braucht nämlich keine Planken. Außerdem noch einen Scharnier. Planken ist das, was uns gerade fehlt. Damit haben wir eine Schere, ein großes Lager und außerdem einen stationären Anker. Und ich muss mir mal wieder einen Schwert. Moin, da sind Tiere auf der Insel. Ja, das ist bei größeren Inseln so. Mit der Schere können wir Schafen die Wolle abschneiden. Ich bin halt die Einzige, die nicht geguckt hat und nicht gespielt hat. Ja, aber es gibt Tiere. Du kannst auch Tiere später züchten. Cool. Dann kannst du deine eigene Schäferei machen und die ganze Zeit Wolle bekommen. Noch jemand ein Metall? Ja, nee, okay, ich mach mal einen Holzspeer. Ja, ich hab 5 Metall Erz zumindest. Ja, okay, tu die mal bitte in die Kiste, damit ich die dann immer mit verarbeite. Achso, wir haben auch schon neue Ziegel wieder reingelegt in die Trocknung, damit wir noch einen zweiten Ofen uns basteln können. Da liegen direkt Steine vor uns, ne? Ja, die kannst du aber zum Teil nicht nehmen. Wir sind auf Land aufgeschlagen. Alter, der Wind hier ist ja schon irgendwie hart. Beziehungsweise ist okay, das Anker vollgeschaltet. Ja, ich bin dumm. Bro. Mal, hat noch jemand ein paar Wir sind Planken? Nicht auf Land geschlagen. Ja, ich hab Planken. Ja, dann würde ich nämlich nochmal einen Anker machen, vielleicht. Ey, ja, wir sind nämlich nicht stationär. Ah, Hilfe! Nur mal der sagen. Floß. Und der Hai direkt. Nee, Hai gab's nicht. Ja, nee, er ist aber auf dich zugezogen. Ja. Ja, aber das ist mir egal. So, brauchst du jetzt noch Planken? Nee. Also ja, immer, aber. Habt ihr Seetank schon erforscht? Ja. Okay. Also nicht Seetank direkt, sondern das Gubbel, was da rauskommt. Und ich brauche mal wieder Wasser. Achso, ja, naja, gut, ja. Ist hier in der Essenskiste vielleicht noch sowas wie eine Melone? Ja. Oder? Soll ich den Anker dann mal runterlassen? Kommen, ja, bitte. Oder? Na, ich wollte mal ranfahren, weil irgendwer hat das Segel gedreht vorhin. Ich habe das Segel in Ruhe gelassen. So. Jetzt? Nein, okay, immer. Sehr gut. So, ich sollte mir vielleicht mal einen neuen Speer machen. Zugs, ich sollte mir auch irgendwann mal eine Axt machen. Na, Axt habe ich ja jetzt auch. Beziehungsweise zwei. Ja, aber willst du mal meine haben? Nö, passt schon. Ich muss sowieso erstmal was essen und trinken gehen. Was wollte ich jetzt mit der Flüssigkeit hier? Ich wollte bewässern. Wir haben nämlich so einen Gärtner, der tut zwar immer dieses Zeug rein, aber der bewässert das nicht. Ich mach mal einen Haiköder. Mach das. Achso, ich habe die große Anbaufläche übrigens im Inventar. Die würde ich einfach mal platzieren. Sehr gut. Ich habe jetzt einen Köder. Wenn ich noch zwei Blätter kriege oder ein Seil, kann ich noch einen zweiten Köder machen. Okay. Wieder nichts zu essen da. Dankeschön. Hanna? Ich habe gerade was vom Grill runtergenommen, damit wir was Neues drauf tun können. Ich habe jetzt auch eine dritte Kiste übrigens aufgemacht mit ganzen Erze und fertigen Metallbarren und so drin sind. Wir können jetzt auch größere Lager bauen, ne? Dann brauchen wir jeweils einen Metallbarren für und 8 Planken. Solche Mangosamen gepflanzt. Sehr gut. Damit wir auch Bäume bekommen. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir mal an Land gehen, ne? Ja, wir können theoretisch. Willst du vielleicht ein bisschen Essen mitnehmen? Ja. Dafür müssen wir erstmal Essen machen. Das stimmt. Aber wir können auch einfach sowas wie. Melonen.
Kann mir jemand eine Steinaxt herstellen? Weil ich habe gerade so eine Steinaxt. Ja, du kriegst keine Zutaten. Weil dann würde ich gerne auch ein paar Bäume fällen. Dankeschön. Okay, ist echt ein bisschen nervig, dass man nicht gleichzeitig auf die Kiste zugreifen kann. Ja. Also das ist eine wirklich sehr, sehr große Insel, die wir haben. Also, holla die Waldfee, du. Ich mache noch ein bisschen Essen und dann komme ich nach. Ja. Problem ist hier nur, man kann die ganzen krassen Bäume nicht fällen. Ja. Sondern nur die, die ja dem so aussehen wie die bisherigen Bäume. Man muss auch aufpassen, weil es könnte auch gefährliche Tiere hier geben. Ach, nee, ich habe halt auch schon Tiere gesehen, ne? Da hast du schon ein Wildschwein. Und die bringen dich um. Deswegen und ihr solltet auch schauen, dass eure Wasserleiste auf fast Max ist, ne? Ja, und ich sollte mein Inventar vielleicht vorher ein bisschen leer machen. Ja, das sollte ich halt auch machen. Nö, das ist so ein Riesenvogel. Klingst du, als hättest du das fast erwartet. Wer diese Riesenvögel nicht kennt, die greifen sich Steine auf und schmeißen die auf dich. Das ist einfach welche kleinen, hinterhältigen Viecher sind, die das lieben, wenn du Schaden von denen bekommst. Ich habe gerade eben einen Stein abbekommen. Und nach vorne komme ich auch nicht weiter, weil da ist ein Wildschwein, das gerade auf mich zuläuft. Dass ich mal ganz schnell fliehen sollte. Anna, denkst du, wir müssen ihn gleich retten? Oh. Fallschaden. Ja. Aber das gab auch nicht Fallschaden. Und der Vogel nimmt da gerade eben den nächsten Stein auf. Ja, den gibt's nur bei sehr, 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 sehr hohen Höhen. Den Fallschaden. Was hast du dann gemacht, dass du. Ich bin gerade von fast ganz oben runter gesprungen, weil das Wildschwein auf mich zugerannt ist. Und ich nicht sterben wollte. Und hier treibt extrem viel Zeug und Wasser rum. Aua! Fuck, ich bin fast tot. Ich habe gerade einen zweiten Stein abbekommen für den Vogel. Oh Gott. Ja, diese Rieseninseln sind gefährlich. Warum gehst du dann einfach so alleine rauf? Weil ich Bock hatte. Ich frag nur. Ich frag für einen Freund, weißt du? Ja. Und ich hatte Bock drauf, mal auf die Insel zu gehen. Hab ich ja keinen Bock mehr drauf. Und das überlegst du dir jetzt. Da hast du keine Planken mehr fürs. Wildschweini. Wir haben kein Getränk mehr. Lol, der Speer geht halt. Wahrscheinlich. Das ist irgendwie lustig. Mist. Ist gegen Baum gerannt. Sehr gut. Junge, ich bin immer so nah dran. Da kann ich gar nicht dodgen. Okay, das hat auch Aua gemacht. Was macht das denn? Wo seid ihr? Oben. Hilfe. Ich bin alleine. Wir sind einfach links hochgerannt. Ach, da oben rennt ihr bei dem Wildschwein. Ja, ich versuch's gerade zu töten. Aber es funktioniert immer relativ. Ich geh ein Stück zurück, weil ich kann mich nicht verteidigen. Mist. Okay, ich muss. Ich habe enorme Angst davor, dass er auf mich zurennt. Er scheint gerade Tobi zu folgen. Also, konstant. Warum ist einer meiner Heilköder weg? Weil ich bin nicht mehr schnell. Ich hab noch einen Heilköder. Wo ist der zweite Heilköder hin? Okay. Ich hab einen Heilköder verloren. Mann, ich kann den Ding... Er rennt auf mich zu! Warum heißt Bert hier einen Heilköder reingeschmissen? Wahrscheinlich, Pascal. Oh. Hab ich den da... Hab ich Kugel oder? Hä? Ich glaube, ich habe den Heilköder fallen gelassen an der Stelle. Oh, fuck. Aus Versehen. Ich habe den jetzt schon mehrfach getroffen und er will nicht sterben. Ja, ja, da brauchen wir es ja. Ach, nee. Ich glaube, ich spieße den Hai jetzt einfach jedes Mal, wenn er da dran geht. Ey! Mach das.
Hey! Endlich! Ah, es gibt Fleisch, Hanna, es gibt Fleisch. Und rohes Leder und irgendeinen Kopf. Ich hab eine Möwe. Kannst du auch wieder aufsetzen, wie so einen Haikopf. Wie viel gibt's denn noch? Leute, ich hab Hähnchenschenkel. Oh. Aber keine Flanken zum Braten. Ah, das ist ein Wildschwein, das rennt auf mich zu! Und ich hab schon wieder Fallschaden bekommen, weil ich jetzt von oben runtergesprungen bin. Oh, hast du einen Heilkörper? Ja, was denn? Sonst die Wildschweine sind schneller als ich, also muss ich runterspringen, weil das machen die Wildschweine mir nicht nach. Du könntest doch einfach ausweichen. Habt ihr Hai übrigens gelegt? Ja, das cool. Sehe ich. Und der Haiköder ist auch noch da. Ich habe das Leder mal erforscht. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich herausbekommen habe, aber gut. Oh, wir können jetzt irgendeine Tasche, glaube ich, machen. Also ein Rucksack. Ja gut, aber das ist ästhetisch. Wir hatten die Forschungsdinger. Ah, und vergrößertes. Können wir Wiese machen? Bauplanantenne ist erforscht. Ja, ich habe auch. Fänger ist erforscht. Ja, okay, warum haben wir die Pläne dann noch? Sollten wir das mal bauen? Das kostet Kupfer, Platin und sonst was. Okay, ich setze diesen Kopf wieder ab, der ist echt nett. Ich glaube, das Problem war nur, man brauchte 3 Antennen und das Ganze musste. Und die Antennen müssen auf dem ersten Obergeschoss stehen, ne? Das kann sein. Das heißt, ja. Wir müssten dann ein Obergeschoss für unser Floß bauen. Das können wir machen, wenn alles sortiert ist. Da können wir dann auch unsere Betten und so hinstellen. Und das Lager. Jetzt sagen wir jetzt zu viele Steine mittlerweile. Ist der Hai schon wieder gespawnt oder noch nicht? Weiß ich nicht, ich hab ein bisschen. Wenn, dann wird erstmal zum Haiköder laufen, der Haiköder liegt immer noch da. Ich esse mal ein paar von den Rüben. Macht Spaß. Wir haben eh zu viele Rüben. Wir haben keine Pflanzen. Ja, oh. Ja, das ist richtig. Aber auf der Insel gibt es keine Felder. Du kannst die Plattform abbauen. Ja, klar, du kannst die Plattform auch abbauen. Dann kriegst du wieder Plastik und Holz raus, aber nicht so viel, wie du reingesteckt hast. Ach genau, jetzt weiß ich wieder, was ich vor 5 Minuten machen wollte. Ich wollte die Feder Holz in den Forschungstisch holen. Tun. Ach so, ja, und Holz holen sollten wir vielleicht auch noch. Cool, wir können einen Pinsel machen, das heißt, wir können unser Floß anmalen. Das ist doch gut. Metallpfeil ist, glaube ich, eher besser. An der Stelle. Aber man kann unter Wasser sogar was sehen, finde ich gut. Ach genau, diese Leiterplatten. Eine Leiterplatte kostet halt jetzt Haufen Zeug. Ein Kletterpflanzengubbel oder wie das heißt. Ey, wurde nicht. Hab noch eine Möwe. Sehr gut. Aua. Okay, Hai ist wieder da. Ach nee. Wurde ja auch nur gerade von der Wand gegriffen. Von der Haiköder. Läuft noch nicht. Hast du angegriffen, wo soll ich ihn mitbekommen? Okay, ich geh nochmal auf die Insel, ja. Ja, ich komm mit. Ich komm nicht mit. Ich hab zu viel Angst. Ich hab fast einen ganzen Speer verbraucht, um diesen Dingens zu töten. Deshalb brauchen wir Metallspeere. Ja. Aber für Metallspeere brauchen wir Planken. Und Planken haben wir nicht. Und wir brauchen Holz. Ja, das ist Planken. Achso, ja. Gut. Ich hab nichts gesagt. Okay, also hier ist noch ein Warzenschwein. Wenn ihr zu 60, 70 Planken wiederkommen würdet, wäre ich euch sehr dankbar. Warum steht mich gerade einfach alles still? Es gibt kein Essen, kein Trinken, keine Pflanzen, die wachsen können. Nicht. Ich laufe halt gerade ganz hoch, aber ich glaube. Nee, ich bin runter, links. Aber ja. Ich könnte aus dem Richtung hoch. Junge, wer hat denn hinter dem Baum? Jetzt will ich hier einen Baum fällen, aber nee, das war zu Schwein kommt natürlich nicht. Und ich werde von Vögeln noch verschossen. What the fuck? Was? Warte, was? Bruh. Hier oben ist einfach eine Hütte. Ja, schön. Und ein Alpaka. Nimmt mit. Ja, Alpakas kann man züchten. Ne? Nein. Du triffst mich nicht mit dem Steuer. Okay, ich bin gleich tot. Das kann passieren. Das kenne ich. Ja, ich bin, glaube ich, dem Schwein entkommen. Sehr gut.
Ich habe eine Kokosnuss gefunden. Dann zutsch sie aus. Ach nee. Was denkst du, was ich gerade gemacht habe? Keine Ahnung. Ach Leute, seid mal lieb zueinander, ja? Sind wir doch. Das ist was so. Immer lieb. Ja, eben. Oh mein Gott, Glück gehabt. Alter, dieser Vogel mit den Steinen ist sehr. Ja, unser Baum ist fertig. Das ist aber schön. Sobald ich das Floß finde, komme ich zurück. Da, wo die Kerze leuchtet. Danke. Pascal, du hast doch bestimmt noch Zeug übrig, mit dem du das Floß erweitern kannst, oder? Ich hab keinen Hammer. Dann baut ihr noch immer nach allen Folgen. Ich hab keinen Bauhammer. Und ich habe keine Planken, um mir einen Bauhammer zu bauen. Also hier oben sind Bäume. Der halt knabbert und ich habe keinen Speer. Und ich find's Floß nicht. Unser Floß ist kleiner geworden. Und da vorne ist ein Warzenschwein. Ich sehe schon, wenn ich hier oben auf Adventure bin, schafft ihr es nicht, das Floß zu verteidigen. Ja, ich stehe hier auf dem Floß einfach nur hilflos und versuche nicht zu verhungern. Mein Inventar ist voll. Dann würde ich sagen, find das Floß wieder. Warum? Ich bin gerade auf dem. Ja, oder schmeiß alles weg, was keine Miete zahlt. Schrank. Mann. Toll, jetzt können wir einen Schrank bauen. Kann ich mich irgendwo hier verstecken? Bitte? Ich will nicht sterben. Wegen Vogel oder wie? Ja. Du musst ausweichen. Du kannst für den Vogel nur ausweichen, ne? Ach, oder nee. Mit dem Bogen abschießen. Aber hier oben ist ein freaking Haus, Mann. Wait. Wir können. Ja, ist ein Handelsposten. Haus nicht nach Story, muss ich sagen. Handelsposten. Da ist schon Müll im Meer. Wir brauchen Müllwürfel und Handelsmünzen dafür. Aber wir können auch Sachen verkaufen. Aber nur irgendwelche weirden Sachen. Also so sehr Fische, die nicht so. Also die sehr selten sind. Ich bin back. Pascal. Nice. Gefunden. Und da oben ist noch irgendein Radarzeug. Wollen wir uns da hochbegeben? Ja, ich. Dadurch, dass ich mich aufnehme, werden die immer mal nach richtig. Oben. Ist den Leuten so, zu wir kriegen jetzt erstmal ein paar Planken und ein paar Mangos, weil Tobi den Baum fällt. Na, Planken habe ich auch gerade schon alles aufgefüllt. Ich habe jetzt auch schon wieder 17 Planken. Da oben war nämlich eine Küste, wo sehr, sehr viele Planken drin waren. Und wir bauen dann auf jeden Fall mal so einen automatischen Ding, der keine Planken mehr verbraucht. Für die. Hast du das schon nachgepflanzt? Wie heißt das? Wasser. Entsalzung. Ja, ja. Den großen Wasser-Dingens da. Gibt es irgendeine Radarantenne, aber die scheint nicht. Okay. Der große Reiniger. Apropos, was braucht man dafür eigentlich? 8 Planken, 6 Kunststoff, 4 Glas. Ein Glas habe ich schon mal. Fehlen nur 3. Noch ein bisschen Kunststoff und ein bisschen Planken, aber Kunststoff habe ich in Übermaßen. So, ich werde erstmal was essen und trinken. Gleich. Gibt es hier Getränke? Aber das Radarzeug Pascal? Scheint was gerade denn? Nicht. Hier, Mann. Du weißt schon. Ah, Wassermelonen. Dann brauche ich noch was zu futtern, deswegen warte ich mal kurz bis. Ach, Hähnchenschenkel ist fertig. Ich komme dann mal wieder. Jo, okay. Weil mein Inventar ist voll und ich wollte die vor allem jetzt nicht abbauen, wenn ich es nicht transportieren kann. Okay, dann gehen wir noch zu dritt nach oben, würde ich sagen. Jo. Man muss ja diesen übelst langen Pfad hoch und da war auch irgendwo ein Wildschwein. Ja, ein Wildschwein bin ich schon begegnet. Ich hab Der Vogel hat gerade einen Stein aufgesammelt und den will er auf uns werfen. Hat er mich ernsthaft durchs Floß gehauen? Ja, er will ihn über mir abwerfen, aber nee. Was ist denn angepflanzt? Eine Palme oder eine Mango? Palme. Okay, Palme sind doch halt eben nur Holz. Und Kokosnüsse. So, ich hab zwar keine Ahnung mehr, wo das Floß ist, aber egal. Unten. Ey! Soll ich einfach in? Nein. Hast du was dagegen?
Ja. Du stehst auf dem einzigen Und freien auch Platz hier. falsch, weil du musst Ja, da. ach, warum legst du mal direkt einen Samen rein, wenn ich ihn gerade raushole, den Samen zum Inventar? Ah. Ach so, nee, ist cool. Hast du uns? Hey, ich sehe euch. So, gut. Da wächst was, da wächst was. Der beißt. Ja, schon wieder heil. Der hat schon wieder ein paar Macken. Ja. Allerdings mein Speer auch. So, und ich bräuchte mal einen neuen Haken. Also Hast du eine Planke, Tobi? so ein Plastikhaken. Ja. Ja. Da ist ein Plastikhaken. Ich hätte ja auch noch Metallerz. Du bist in die Kiste. Ja, da ist kein Platz mehr. Da ist Hier ist so eine viel größere Stein Kiste, drin. da sind jetzt 16 drin. Ah, okay. Aber wir müssen uns irgendwann nochmal wirklich die Zeit nehmen, uns aufs Floß einmal ganz in Ruhe Ja, das können wir umzugestalten. außerhalb der Aufnahme machen. Genau, das werden wir wahrscheinlich irgendwann außerhalb der Aufnahme machen, weil seht, unser Floß läuft einfach überall befindet sich irgendwie alles und ja, ne. Schlimm. Wir wollten halt, also eigentlich war das ursprünglich unser Plan, aber Dann, es wie gibt man halt. sieht, wir haben halt eine Rieseninsel gefunden und Auf die wird's, würde ich sagen, mal hochgehen, ha? ich sag ja nur, verteidigen müsstet ihr mich. Ansonsten bin ich jo. einsatzbereit. Ja, Pascal, nimm mal den Speer hier. Der hat zwar nicht mehr viel, aber dann kannst du wenigstens ein bisschen helfen, wenn. Dümmsten Falle. Ja, genau. So. Ach so, ich kann mal gucken, ob die Palme schon reif ist. Ne, okay. Gut, dann gehen wir erstmal. Da kommt gleich ein Wildschweinchen. Ja, wir müssen, bevor das Wildschweinchen kommt, nach hier nach rechts. Und dann gehen wir hier hoch. Da. Hängen geblieben am Stein. Dann Das ist ja ganz folgen wir. witzig, wie du im Laufen hast, während du gerannt hast, es gegessen hast. Das sah mir Naja, sehr man muss die witzig Zeit ja aus. nutzen. Und dann laufen wir hier Ja. einfach hoch und dann sollte. Naja, da ist auch schon der Vogel, aber der hat gerade keinen Stein, Scheint der jemand muss. ortskundig zu Oh. sein. Ich war ja schon oben. Ach. Müsste dann auch bald hier irgendwann mal auf den Wildschwein kommen. Du hast die Ananassen nicht mitgenommen. Ja, da ist das Wildschwein, ja. Ah! Aua! Au! Ah! Das ist richtig erschrocken, das Viech. Und ich sag noch so, ja, hier müsste theoretisch irgendwo. Hey, wir haben es Hab's ihm auch getötet. zweimal reingeschlagen. Ups. Oh, das war der Vogel. Ja. Ja, was geil liegt. Ich bring ihn nach Hause. Wow. Das hat ja super geklappt. Einmal vom Wildschwein gerammt und dann noch vom Vogel attackiert. Ich höre schon wieder schreien, den Vogel. Ja, aber der hat noch nichts. Das war ganz schön unbequem hier, du. Du schleifst mich ja durch die Welt hier. Sorry, noch was Der Schnurr auszusetzen. auf dem Fette. Der Schnurr auf dem Pferd im Galopp. Kann noch ein bisschen springen. Ja, das Ja, macht wie noch gesagt, also besser. ihr wisst ja jetzt, wo ihr lang müsst. Ich erwarte euch einfach mal oben. Das ist Ich Voraussetzung, gönn mir die hier gleich nochmal ein gestellt werden. Steak. Also für den Weg hier. No. Ja, weißt du, der Weg ist halt auch beschwerlich, ne? Oh, guck mal, sind perfekt da. Ich muss eh nochmal neu essen und trinken, weil tot gewesen. Der frisst dich mal nicht so voll. Wenn du eh wieder Wir haben keine stirbst. Planken mehr. Wir haben keine Planken mehr zum Anheizen. Ja, ich weiß. Oben sind noch Bäume. Beziehungsweise auf der anderen Seite sind sehr, sehr viele Palmen, Ja, ich weiß, da glaube war ich. ich. Allerdings wurde ich da gerade von einem Wildschwein gejagt, deshalb konnte ich die leider nicht abbauen. Ach so. Ich meine, ich würde Da es ja gut könnte man finden, wenn doch die dann Palme auch hier mal irgendwann mal fertig wäre. hinsegeln. Ah, der Hai, der Hai. Ah! Glück gehabt. Wer hat hier schon wieder was angepflanzt, ohne es zu wässern? Richtig. Okay. Da kommt wieder Sand rein. Mal gucken, ob das noch hält. Und. Ach, wir haben sogar 4 Glas. Machen wir dann. Let's go. Pascal, lass dich nicht töten.
Das war nicht der Plan, sagen wir es so. Fuck! Oh, fuck! Was denn? Ich hab... Also, meine Herzleiste ist... Da war gefühlt nicht mal mehr ein Strich übrig. Ja, ungünstig. Wollen wir ein Bett dort oben bauen, damit ihr wiederleben kann? Nee, wir können ja kein Bett bauen. Wir können das Bett ja nur vom Floß bauen. Wenn wir so eine Floß unter... Oh, das war knapp. Hätte ich fast getroffen, Tobi. Deshalb bin ich auch vorwärts gerannt. Wenn ihr den ablenkt, finde ich gut. Oh, da oben ist ja wirklich ein, Partystand oder was auch immer. Ja. Das ist ein Handelsposten. Aber wir haben noch kein Müllpaket, mit dem man tauschen könnte. Weißt du immer noch nicht, wie man so ein Müllpaket bitte bekommen soll? Ohne Möglichkeit dafür zu gehen. Nur craften oder so. Ja. Ihr müsst mich noch runtertragen. Pascal, du trägst. Ah ja, das müsste man, glaube ich, mit so einem Netzwerfer einsammeln oder so. Ich glaube, wir würden die Insel weiter erkunden, erkunden. Das gibt's dann alles erst in der nächsten Folge. Standort. Ja, ich glaube, wir brauchen zu lange. Ja. Nujo. Dann kann man sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Richtig. Und bis dahin sammle ich mal hier wieder. Werden alle Verletzten eingesammelt und wir gehen zur nächsten Insel weiter. Bisschen, wir sammeln vielleicht ein bisschen Sand ein oder so, mal gucken. Ja, was ist denn da oben noch? Da war doch noch was Antenne. Ja, dieser Handelskiosk und hier oben gucke ich gleich mal hin. Da ist noch irgendeine Antenne, aber die, beziehungsweise sind irgendwelche Satellitenschüsseln, aber die sind verrostet und du kannst damit nicht interagieren. Würde ich schaue sie mir mal an. Also ich hab mit dem Hammer das noch nicht probiert, das könnte man. Ob man. Ja, okay, das bringt uns storytechnisch nicht weiter. Ja, nee, aber du kannst jetzt zumindest vielleicht die Geschichte weitertreiben, indem du die reparierst. Weißt du? Naja, aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.